Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Ura und ich möchte heute gern mit euch teilen, wie ich zu den Frauenkreisen gekommen bin, warum sie so ein Herzensanliegen für mich sind, genau. Es kam ein ganz lieber Freund auf mich zu, der hat ein Event-Wochenende in München angeboten und die Crystal Gates Events hat mich gefragt, Ura, du machst doch was mit Frauen, weil ich bin ja ursprünglich Schwangerschafts- und Geburtsbegleiterin. Kannst du nicht bei mir einen Frauenkreis anbieten? Und dann war ich erst, ja, habe ich noch nie gemacht, aber wäre schon schön. Und weil es ist ja auch für mich sehr heilsam, diesen Kreis unter Frauen zu erfahren. Und dann habe ich das gemacht und habe mich da so ins kalte Wasser geschmissen, weil so der Kopf natürlich sagt, oh, was willst du denn da machen? Und du hast ja keine Ahnung und... habe das gemacht und es war wirklich sehr kostbar, also es war mit sehr viel Aufregung verbunden, aber so wie damals, als ich in dieses Zelt eingetaucht bin und dieses Getragensein gefühlt habe, so ist es auch in den Frauenkreisen, die ich anbiete. Also ich habe, natürlich versuche ich vom Kopf so einen Ablauf, also die männliche Energie, den Ablauf, was will ich denn da machen und wie läuft das Schritt für Schritt ab, diese 2 Stunden, die man da zusammen sitzt. Und dann habe ich auch erfahren dürfen, dass es eben absolut pur ein Frauenkreis ist. Sprich, die weibliche Energie, die weibliche Kraft ist eingeladen. Und ich setze mich dahin, öffne diesen Raum, die Frauen nehmen ihren Platz ein und wir sitzen im Kreis. Ja? Und es entsteht eben diese wunderbare Energie und jeder Moment ist intuitiv. Also mir kommen Dinge, die dann einfach dran sind. Ja, dieser Kreis entsteht immer mit den Frauen, die da sind. Natürlich habe ich so Themen, zum Beispiel am Mittwochabend habe ich jetzt im April, habe ich eben Kraft der Edelsteine, um es einfach nochmal ein bisschen greifbarer zu machen und ein kleines Thema zu haben. Aber dennoch ist dieser Abend ganz intuitiv. Also es ist oft, werden die Dinge gar nicht gemacht, die ich mir vorher vom Kopf her überlegt habe. Oder es kommt dann was ganz Neues, eben mit den Frauen, die da sind, was sie auch mitbringen. Genau. Und, also ich arbeite mit der Kreiskultur und sprich, es gibt Rederunden, also jede Frau, die spricht, bekommt einen Redestab oder Redestein in die Hand und darf eben reden. Und alle hören zu und sehen zu. Also du wirst gesehen und gehört und es ist auch schon sehr magisch, was in dieser Runde passiert. Also du bist komplett frei, überhaupt was zu sagen. Also es ist auch ganz bedeutend für eine Frau und auch für die anderen, zu schweigen und denen dann weiterzugeben. Und ja, ich kann jetzt noch weiterreden, aber ich möchte immer nur so kleine Sequenzen erzählen, was eigentlich die Frauenkreise oder die Arbeit, die ich auch mache, was das ausmacht und aus welcher Quelle ich schöpfe, genau, oder was so mein Herzensanliegen ist, genau, weil Step by Step und ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Danke, ciao, piepti.